Liebe Siegnerinnen und Siegner, das Coronavirus bestimmt derzeit unser Leben. Nichts ist im Moment mehr so, wie wir es kannten. Unser Alltag hat sich von jetzt auf gleich völlig verändert. Quasi über Nacht wurde fast alles, was nicht der täglichen Versorgung mit dem Notwendigsten dient, geschlossen. Ein einschneidender, aber notwendiger Schritt, um insbesondere Risikogruppen vor einer Infektion zu schützen. Ich bin froh und dankbar, dass Sie, liebe Siegnerinnen und Siegner, sich mit so überwältigender Mehrheit und so konsequent an die Regelungen halten. Diejenigen jedoch, die sich nicht an die klaren Vorgaben halten, und das sage ich in aller Deutlichkeit, werden durch die Polizei und unser Ordnungsamt zur Verantwortung gezogen. Liebe Siegnerinnen und Siegner, Sie können sicher sein, dass es mir genauso geht wie Ihnen. Das Gefühl, eine sonst so lebendige Stadt nunmehr so still und ruhig zu erleben, ist schon unwirklich und tut weh. Umgekehrt zeigt das aber auch, dass Sie alle den neuen notwendigen Regeln intensiv nachkommen, zu Hause bleiben und vor allem Abstand halten. Ich weiß, dass damit große Anstrengungen, Sorge und Nöte verbunden sind. Es gilt, den Familienalltag neu zu organisieren und die Betreuung von Kindern sicherzustellen. Kranke und alte Menschen können nicht mehr wie gewohnt besucht werden. Schülerinnen, Schüler und Studierende, die nach monatelanger intensiver Vorbereitung vor Prüfungen stehen, wissen nicht, wann und wie es weitergeht. Viele plagen Existenzängste, weil Kurzarbeit in den Unternehmen angemeldet ist. Ganz zu schweigen von den vielen kleinen Betrieben, die schon jetzt hart von der Krise getroffen sind. Ich bin froh, dass der Bund und das Land Nordrhein-Westfalen jetzt so schnell mit finanziellen Rettungsschirmen unvorstellbaren Ausmaßes unsere Wirtschaft stabilisieren, unsere Arbeitsplätze sichern und regulierend in das tägliche Leben, zum Beispiel mit neuen Mieter- und Verbraucherschutzvorschriften, eingreifen, um zu helfen. Auch die Verwaltung der Stadt Siegen unterstützt Sie vor Ort. Hierfür haben wir unterschiedliche Hotlines eingerichtet. Rufen Sie dort gerne an, wenn Sie Fragen haben. Sie finden die Hotlines auf unserer Internetseite. Auch die Stadt Siegen wird ihren Beitrag leisten, um Menschen und Gewerbetreibenden, die durch die Krise in Not geraten sind, unter die Arme zu greifen. Beeindruckend finde ich, wie unsere Gesellschaft in solch einer Krise zusammensteht. Wie schnell Hilfsangebote organisiert wurden, um insbesondere diejenigen zu unterstützen, die zu Risikogruppen zählen. Oder wie Vereine unkonventionell ihre Angebote so verändern, dass sie von zu Hause aus wahrgenommen werden können. Dafür bin ich dankbar. Meinen Dank möchte ich ebenso denjenigen aussprechen, die sich zum Beispiel in medizinischen Einrichtungen, in Lebensmittelgeschäften, bei den Rettungsorganisationen, der Polizei, den öffentlichen Verwaltungen und an vielen anderen Stellen einsetzen und für uns da sind. Schon jetzt möchte ich einen Blick in die Zukunft wagen. Unsere Stadt ist unsere Heimat. Sie hat viele Facetten und sie lebt von einem aktiven Miteinander. Von Kulturschaffenden, von Sportbegeisterten, von Unternehmern und Gastronomen, vom Einzelhandel, von sozialen Akteuren und vielen mehr. Meine Bitte ist schon jetzt: Überlegen Sie, wie Sie nach Corona Ihren Beitrag dazu leisten können, unsere Stadt wieder in Schwung zu bringen und wie unsere Stadt wieder lebendig werden kann. Stärken Sie unsere lokalen Strukturen, indem Sie im heimischen Einzelhandel nach der Krise kaufen. Nutzen Sie die kulturellen Angebote hier vor Ort. Behalten Sie deshalb beispielsweise schon Ihre erworbenen Eintrittskarten für alternativ angebotene Termine. Und vielleicht gehen Sie einmal mehr als üblich zum Essen. Ich würde mir wünschen, dass die Solidarität auch nach Corona fortbesteht und wir mit vereinten Kräften unsere Stadt und unsere Region wieder zum Leben erwecken, so wie wir es kannten oder sogar noch besser. Liebe Siegnerinnen und Siegner, lassen Sie uns in dieser besonderen Situation zusammenhalten. Denken Sie an die geltenden Regelungen und achten Sie auf die Empfehlungen. Haben Sie aber auch Verständnis dafür, dass in diesen Zeiten, die für uns alle neu und ungewohnt sind, manchmal nicht alles so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Mit Freundlichkeit und einem Lächeln kann man viele Probleme und Missverständnisse schnell beseitigen. Ich wünsche Ihnen alles Gute und vor allem gute Gesundheit.